Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen! 90% Abschlag führen zu 0% Verbraucherschutz. So beschrieb die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ihre Stellungnahme und meinte damit die Minderungsrechte für VerbraucherInnen nach der vorliegenden Gesetzänderung. Das Telekommunikationsnetzausbaubeschleunigungsgesetz soll nämlich nicht nur Genehmigungsverfahren beschleunigen, sondern auch die Mindestinternetbandbreite anheben und Nutzerrechte stärken, wenn man XXL-Internet bezahlt, aber nur XXS-Internet geliefert wird. Die Mindestinternetbandbreite, die soll künftig 15 Mbit betragen. Das ist weniger als die Durchschnittsdownloadgeschwindigkeit in Burkina Faso. Und das ist ein Zehntel der Durchschnittsdownloadgeschwindigkeit in Uruguay. Und es ist peinlich für Deutschland. Das Ampelziel 1 Gigabit für alle in 2030 ist schon jetzt nicht erreichbar, sagt der Breitbandverband BREKO. Trotzdem werden aktuell 2 Milliarden Euro Ausbauförderung für Glasfaser gestrichen, während gleichzeitig die EU Deutschland wieder rügt für die miese digitale Infrastruktur. Aber bei den Minderungsrechten, da wird es richtig verrückt. Ich erkläre das mal mit einer Analogie und ein bisschen Mathe. Stellen Sie sich vor, Sie schließen ein Brötchen-Abo ab für 30 Tage. Sie zahlen täglich 10 Euro, der Bäcker verspricht täglich 10 Brötchen. Wären die Brötchen Ihre Mobilfunkbandbreite, müssten Sie auch dann jeden Tag 10 Euro zahlen, wenn Sie nur bei jedem 10. Bäckerbesuch ein Brötchen bekommen. Und bei allen anderen überhaupt keins. Genauso soll es für VerbraucherInnen sein, die auf dem Land Mobilfunk nutzen. Selbst wenn bei jeder 10. Breitbandmessung gerade mal 10% Leistung gemessen werden, soll das vertragsgemäß sein und keine Minderung möglich. Auch wenn alle anderen Messungen null Netz messen. Mit 90% Abschlag gibt es dann tatsächlich 0% Verbraucherschutz. Und so ein Unfug ist mit der Linken nicht zu machen. Neben Landmenschen, die für ihre Verträge übrigens keinen Landrabatt bekommen, werden auch ärmere Menschen unverhältnismäßig benachteiligt. Noch ein Rechenbeispiel. 10% von einem teuren 1000-Mbit-Vertrag sind ja immer noch 100 Mbit. Aber 10% von einem sparsamen 50-Mbit-Vertrag sind nur noch 5 Mbit. Und damit ist digitale Teilhabe nicht mehr möglich. Die Linke fordert deshalb Nachbesserungen. Der Anspruch auf eine Mindestbandbreite muss deutlich über 15 Mbit erhöht werden. Verbraucherrechte müssen VerbraucherInnen wirklich schützen. Und 90-prozentige Abschläge sind genauso inakzeptabel wie die Ungleichbehandlung von Stadt und Land. Das muss dieser Gesetzentwurf auch sicherstellen. Und um digitale Teilhabe wirklich zu sichern, braucht es auch einen pauschalen Schadenersatzanspruch, wenn die Mindestinternetbandbreite wiederholt unterschritten wird. Ohne diese Änderungen bleibt der Gesetzentwurf Murks und er bleibt verbraucherfeindlich. Vielen Dank.